Sag mal. Ich hätte gerne einen Sniper. Also eine richtige Sniper mit richtigem Zoom. Irgendwo schießt da einer. Ah, zwei sogar. Na komm. Ja. Ich versuche mich gerade etwas zu konzentrieren, was gar nicht so einfach ist. Ah ja, ich komme hier nicht vorbei. Ist logisch. Ich kann da nicht drüber steigen. Ja. Ich werde es mir merken. Und werde euch einfach abknallen. Wow. Wow. Oh, das war knapp. So, verteidigen Sie die Position. Es sind immer noch Deutsche da hier. Boah, das war knapp, dass ich den verfehlt habe. Welches MG? Muss ich hin? Was muss ich tun? Verteidigen, MG benutzen. Aha. Ich musste irgendwie hochkommen. So am besten. Oh, schön. Also ich entschuldige mich. Oh. Verbandskasten. Ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Frame-Drops, die es hier gibt. Das ist nämlich echt nicht lustig. Oh! Schnell mal aus der Deckung raus. Keine Verbandskästen mehr. Sehr schön. Einmal nur voll heilen und dann geht's weiter. Ja, komm. Boah, das ist gar nicht mehr so. Alter, das ist gar nicht mehr so einfach. Die ballern natürlich alle auf einen. Ach komm. Hallo? Oh, das Spiel hakelt echt die ganze Zeit. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. So, ciao. Das ist echt blöd, wenn das Spiel die ganze Zeit so mega hakelt. Ich muss das gleich mal... Ich mache mal das hier fertig noch und dann müssen wir das mal uns angucken. Oh, einmal vollhalten bitte. Einmal nachladen, bitte. Ja, lass dir Zeit. Nein, Mist, das gibt's nicht. Also irgendwie ist das MG nicht ganz so geil. Vor allem gegen diese Masse an Gegnern ist das irgendwie total bescheuert. Ja, kriegen wir hin. Ja, bin auf dem Weg, Sir. Oh, Alter! Ja, vor allem, wenn der im Nachladen gerade ist, du kommst nicht mehr raus. Also ich frage, ich muss meine Granate, glaube ich, runterschmeißen, sonst bringt das nichts. Ich muss die ein bisschen ablenken, sonst haut das nicht hin. Oh. Das war, glaube ich, Friendly Fire gerade. Ja. Ich bin auf dem Weg, Sir. Mal wieder. Werfe Granate! Werfe eine Granate! So. Alter, das gibt es nicht. Sag mal. Ich glaube, ich stelle mich echt mega bescheuert an. Und ich würde das gern abschließen hier, weil ich... Also den Part...
weil ich mich gerne echt darum kümmern würde, dass das Spiel nicht mehr so ruckelt. Das ist nämlich echt ätzend gerade. Das macht nämlich relativ wenig Spaß, weil es mega hakelig ist und du kaum zielen kannst deswegen. Vor allem, bis ich halt ziele, ist der Gegner halt schon wieder weg. Ich brauche keine Munition. Halt dieses Hackeln, das macht mich mega kirre gerade. So. Einmal heim bitte. Der feine Granate! Nein! Duck dich halt, duck dich! Hör doch auf und duck dich! Ach komm, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Das MG ist so bescheuert. Das ist so dämlich. Mann. Das Problem ist, selbst wenn ich das MG einnehme, es bringt mir relativ wenig. Oh, das ist geruckle, ne? Es gibt mir so auf den Keks gerade. Der feine Granate! Ducken, ducken, Junge, duck dich halt, Junge! Ich check's nicht. Ich mach's echt gleich eine Aufnahmepause und schau mir mal das Geruckel an, weil es ist echt lästig gerade. Also es ist lustigerweise nicht immer, das kommt nur ab und an, aber dann gleich so extrem, dass es wirklich nervig ist. Ist der tot? Ja, der ist tot. So, jetzt geht's lustigerweise gerade wieder. Ich check das nicht so ganz, wann das hakelt und wann nicht. So. Ich mache es jetzt mal so, das ist mit dem MG ist mir echt zu blöd, ehrlich gesagt. Auch wenn es das Mission Objective ist. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gekillt von denen. Nein, duck dich. Ich habe keine Munition mehr. Das ist toll. Ah, okay. Man muss nur lang genug durchhalten hier. Gecheckt. Oh. Verstanden! Bitte Kontrollpunkt, das wird total geil. So, Granate aufgenommen, sehr schön. Sie sind verletzt, Entdeckung. Ja, mega. Warum geht denn das jetzt eigentlich wieder gerade? Daniels, Kanone! Mehr Munition, Daniels! Ja, bitte. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir! Achtung, Daniels! Wir müssen diese Kanone zerstören, Daniels! Jawohl, so. Und wie? Ja, und jetzt? E.
Werfe Rauchgranate! Hä? Ach, F, okay. Oh, das ist ja spaßig. Explosion! Ich glaube, ich muss hier weg. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Denn jetzt? Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Los geht's! Jawohl, los geht's. Ich habe nur leider keine Gesundheit mehr. Ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Für einen verdammt hohen Preis. Es hakelt schon wieder mal kurz. Das gibt's doch nicht. So, Alter. Ja, so. Die Amerikaner sind gelandet. Das war ein riesiges Blutbad. Hey, Sassman! Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengeflickt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Alter, ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Jawohl, Sir. Danke, Sir. Ich, Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Alter Schwede, Errungenschaft freigeschaltet, weit weg von zu Hause. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Hm. Ja, ist meistens so. Okay, an der Stelle, ich mach mal eben ganz kurz den Cut, weil ich muss mal gucken, was das mit Call of Duty jetzt hier ist. Das Spiel hakelt nämlich stellenweise echt extrem und das ist A, zum Zuschauen bestimmt mega nervig. Und zum Zweiten ist es aber auch zum Spielen mega ätzend, wenn du permanent so Hakler hast und dadurch das Zielen auch echt anstrengend wird. Von daher mache ich immer kurz den Cut und ich glaube, ich komme hier nicht raus. Drum machen wir die nächste Mission, fangen wir an und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Na, jetzt. Ich dachte schon, das Spiel hängt. So. Okay, hier. Okay, wir haben auf jeden Fall Operation Cobra. Na, wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Naja, lassen wir uns überraschen. So, hier sind sie in der Normandie gelandet. Da, das gehört den Amerikanern hier. Und das gehört noch alles den Deutschen. Na, ich bin sehr gespannt. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Aufnahmesession. Und dann, mal gucken, wird es hoffentlich besser funktionieren. Ich lasse mich überraschen. Also bis dann. Tschüss. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sieh an, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus.
Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Operation Cobra, 15. Juli 1944, nahe Mirigny, Frankreich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War II. Hier sind wir wieder. Zielaktualisierung, steigen Sie auf den Panzer. Okay. Ah, jetzt hat er es gecheckt. Manchmal kommt er mit dem ersten Dingens, kommt in dieses Steam-Overlay immer rein, aber das seht ihr in der Aufnahme nicht. So, jetzt geht's. Ja, ich habe ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, dass jetzt heute alles mal sauber funktioniert mit der Aufnahme, dass es nicht mehr ruckelt. Flugabwehrdenten. Sehr cool. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles, dass es nicht wieder hakelt die ganze Zeit. Das sollte hoffentlich echt funktionieren. Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja. Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, hä? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Na, die Frage ist, ob das so clever ist, als er mitkommt. Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Also Dinge... Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Naja, aber ob das so clever ist, dass man halt das Leben aufs Spiel setzt, wenn man eine Wunde hat, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Naja. Und am Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Kasserinpass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kommt ihr Schluss. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Gescheit futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Klar. Das sieht bestimmt lecker aus. Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die aufregen. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Bald diese Stukas. Naja, das... Wow. Mierda. Ja, das stimmt. Es sind nicht alle böse gewesen. Oh. Ah. Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Ja, ist ja super. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. MG sind ihr Scheune! So, erreichen Sie das Flugabwehrgeschütz. Okay, Q-Bajonettenangriff. Ah, okay, mit Q mache ich dann so Nahkampf. Das ist super. Okay, das hat nicht ganz so gut, dass du wieder reinkommst, ein bisschen. Ist jetzt schon wieder ein Tag her, dass ich gespielt habe. Ich habe nämlich nicht direkt nach weitergespielt, weil ich ewig gebraucht habe, es wieder zum Laufen zu kriegen und noch PC-Probleme hatte. So, aber keine Ausreden mehr. Man muss hier einfach nur gut sein. Hallo, ich habe dich doch getroffen. Ach, der war da hinten. Ich dachte, ich habe auf die Leiche geschossen, glaube ich. Sag mal, geh mal aus der Schusslinie hier. So, erstmal heilen hier.
Was habe ich denn noch? Keine Ahnung. Aber ich habe beide Teams dabei gerade. Das heißt, ich krieg sowohl Heilung als auch Munition. Na komm her. Ich mag das irgendwie. Mehr diesen Sniper-Ansatz. Beziehungsweise mehr dieses. Nicht dieses brachiale rein. Da oben ist er. Treffe ich den da? Nee, den treffe ich von hier nicht. So, jetzt aber. So. Ich hätte mir vielleicht das mit dem Bajonettenangriff merken sollen. Ich muss mich einheben. Na komm. Ich brauche mal Heilung, bitte. So, danke schön. Oh, ich finde das total cool, dass die mal Heilung mitbringen. Ich mag das Spielprinzip. Boah. Ruckel, ruckel, ruckel. Er hat's ein bisschen gefreezed gerade. Wo sind die? Ach, da. Nee. Oh, ja, kriegen wir hin. Oh, fuck. Ich habe nicht gesehen, dass da drei Deutsche da oben waren. Das war nicht gut. Das habe ich nicht gesehen, dass die da so krass waren. Na, ihr müsst eure Rückseite schützen, Leute. Kein Wunder, dass die Deutschen den Krieg verloren haben. So, oh Mann. Oh. Hä? Ich finde das total geil, dass die von hinten kommen, während da eigentlich Leute sind, die mich beschützen sollen. Das ist doch nicht euer Ernst. So. So. Ich hätte gerne einen Zoom, ehrlich gesagt. Das wäre. Ja, brauche ich auch gleich. So, ein bisschen hier weg. Ballern alle. Ich muss mehr Kopfschüsse machen, sonst. Also ich muss es ein bisschen intelligenter streuen hier alles, aber die schießen sich halt auch ein. Hier rüber damit! Das war so eigentlich nicht geplant, aber was soll's. Keine Munition mehr! Sag mal, willst du mich trollen? So, Munition her, zack! So stelle ich mir das vor. Ich muss da hoch, glaube ich. Was gar nicht mehr so einfach ist. Sind das eigentlich Hauptmänner oder was sind das? Also, es gibt ja welche, die haben Helme an. Es gibt welche, die haben einfach nur Mützen an. Okay, jetzt hoch, glaube ich. Jetzt stürmen sie nämlich alle. Ich war, glaube ich, vorhin viel zu früh einfach nur dran. So, da ist ein Heilpack. Das nehmen wir mal eben. Zack. Da sind keine Deutschen mehr. Okay. Oh, Königreich für eine Sniper. Das wäre so viel einfacher, wenn du hier echt eine Sniper hättest. Verstehe ich nicht, warum du da von den Missionen her. Also warum wir nicht einfach eine Sniper hier mitgeben? Das wäre viel einfacher, dann könntest du nämlich viel einfacher wegballern. Das eigentlich bestimmt, oder?
Ja, es hat funktioniert, aber leider habe ich keinen getötet. Na gut, schauen wir mal. Okay, die Deutschen hauen ab, finde ich gut. So, Bajonettangriff. Müsste ich mir mal merken. Also gerade wenn ich nah dran bin bei denen, ist das, glaube ich, echt hilfreich. Ich guck mal eben, ob hier noch ein Verbandskasten irgendwo ist. Ja, schauen wir hier. Einmal Verbandskasten, finde ich gut. Ich glaube, wir können eh nur 4 mitnehmen. Das passt. So. Sehr schön. Haben wir die auch platt gemacht? Wow, 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 wow. Alter Schwede! Hier drüben! Ja, das war ein Verbandskasten. Ich wollte eigentlich die Munition von dem anderen nehmen, aber gut. Über Muni bitte. Also ich finde das total super, aber ich frage mich, wie viel Munition der halt dabei hat. Das ist schon, schon geil. So, dann haben wir die Panzer. Ja. Sassmann, geh mal aus dem Weg, bitte. So, die Flak hat... Wow. Nein! Ich wollte mich gerade noch ducken. Crap. So, alle Hardcore-Call-of-Duty-Spiele werden mich sowas von hassen, aber naja. So. Ja. Finde ich auch krass, dass der halt wirklich hardcore einfach dann weiterschießt und darauf vertraut, dass ihn seine Leute halt covern. Was nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich habe ihn trotzdem in den Rücken geschossen. So, bemannen Sie das Luftabwehrgeschütz. Ach, das darf ich machen, oder wie? Ja, ist ja schön. Jawohl, Chef! Ich sehe sie nicht. Ach, da. Ziel zerstört! So, okay. Der Typ am Funkgerät kriegt sauer! Die Krautfresser wissen nicht, was los ist! Da kommen mehr! 1 Uhr! So. Er geht runter. Die Krautfresser. Na, komm. Okay, sehr schön. Da haben wir Platz. Ja, kein Wunder, dass die Deutschen den Krieg verloren haben. Oh oh. Der geht runter. So, hier! Noch nicht! Fress! Blei! Überhitzt, das ist nicht gut. 1 Uhr hoch! Guter Schuss, Daniel! So, sehr schön. Aua. Nein, das gibt es nicht. Crap. Oh Mann. Das lief so gut. 5 Uhr. 5 Uhr? Das lief so gut. Ja, ich weiß. Ich bin ein Meisterschütz. Okay, da sind noch welche. Okay, sehr schön. Da haben wir noch einen hier. Haben wir den? Jawohl. Das waren alle. Gut gemacht, Daniels. Geil.
So, Demokratie! Hey, Perez, alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Pax geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay, Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Pax, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir! Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los! Jawohl, Sir! Bin auf dem Weg.